Der obere Rhein zwischen Mainz, Worms und Speyer wird im Mittelalter zur Geburtsstätte des europäischen Judentums. Es sind vor allem jüdische Händler, die über Italien und Frankreich ins Rheinland kommen und sich in den drei Bischofsstädten niederlassen. Die jüdischen Gemeinden von Speyer, Worms und Mainz schließen sich im 11. Jahrhundert zusammen und bilden einen Verbund, genannt Schum. Ein Schauplatz höchster Gelehrsamkeit und friedlichen Zusammenlebens zwischen Juden und Christen, aber auch von Abgrenzung und Gewalt. Heute erinnern Grabsteine, Teile mittelalterlicher Synagogen und Ritualbäder an diese besondere Blütezeit. Auch die schriftliche Überlieferung ist einzigartig und zeigt die immense Bedeutung der Schumgemeinden, dem Jerusalem am Rhein.